Hallo und herzlich willkommen bei Chrissy's Delicious. Heute zeige ich euch meinen absoluten Favoriten, denn es handelt sich heute um Blinczyki. Jeder kennt Blinczyki. Blinczyki heißen im Deutschen Pfannkuchen, im Französischen Crêpes, wobei es unterscheidet sich in der Tat. Crêpes sind nämlich diese ganz dünnen, der ganz dünne Teig. Pfannkuchen, finde ich, sind ein bisschen fester von der Konsistenz und Blinczyki ist genau das Mittelding. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe Pfannkuchen oder Blinczyki eher gesagt und kenne ganz, ganz viele Rezepte, habe auch schon sehr viele ausprobiert. Und heute zeige ich euch meinen absoluten Favoriten. Und ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los mit den Zutaten. Für den Teig benötigen wir einmal 5 Eier der Größe M, eine Prise Salz, 50 Gramm Zucker, 250 Gramm Mehl, 650 Milliliter Milch, das sind bei mir 640 Gramm, 50 Milliliter Öl sind 40 Gramm und wer mag, noch den Abrieb von einer Zitrone. Die Zubereitung heute findet ganz ohne Küchenmaschine statt, denn ich habe schon öfters gehört, oh Christina, du bereitest alles nur im Thermomix oder in der KitchenAid zu, sowas habe ich zu Hause gar nicht. Jeder, der eine Küchenmaschine besitzt zu Hause, dem würde ich empfehlen, einfach darin zu machen. Es geht einfach schneller und man kann die Zutaten da direkt reinmachen und muss da nicht irgendwie noch Hand anlegen. Und ich zeige euch aber heute für alle diejenigen, die keine Küchenmaschine haben oder die sie nicht so gerne benutzen für solche Sachen, einfach die Variation mit dem ganz einfachen Schneebesen und einer ganz normalen Schüssel. Als allererstes verrühren wir erst einmal die Eier, den Zucker und das Salz und rühren das Ganze mit der Hand ganz schaumig. Als nächstes verrühren wir einfach nur die Milch mit dem Öl und dem Zitronenabrieb und rühren das Ganze kurz um. Und jetzt als letzten Schritt sieben wir einfach nur noch mal kurz das Mehl hinein. Verrühren das Ganze und lassen dann den Pfannkuchenteig oder Blinczyki-Teig eher gesagt abgedeckt einfach nochmal für eine halbe Stunde mindestens ruhen. So, nachdem der Teig jetzt geruht hat, benötigen wir einfach diese Pfanne hier. Die ist schon, wie gesagt, ich glaube, 12 Jahre alt. In der Tat 12 Jahre alt. Das ist die einzige Pfanne, die ich nie in die Spülmaschine gesteckt habe. Früher hatte ich auch gar keine und daher habe ich es mir irgendwie auch immer angewöhnt, die direkt mit der Hand zu waschen. Also ihr seht, es lohnt sich, eine anzulegen. Die hält Ewigkeiten, wenn man die gut behandelt. Und die erhitzen wir jetzt quasi mit ein bisschen Backtrennspray und dann zeige ich euch, wie einfach auch der erste Blinczy gelingt. Also wenn die Pfanne warm ist, ihr merkt es auch, ihr seht, dass es hier ein bisschen brutzelt, dann nehme ich mir so eine Schöpfkelle. Zu Hause könnt ihr ja mal gucken und das austesten und euch dann einfach reinschreiben, ob ihr drei Viertel voll macht oder eine ganze. Für diese Pfanne hier brauche ich eine ganze von dem Blinczyki-Teig. Dann hebt ihr die Pfanne an. Und schwenkt die direkt, damit es sich überall verteilt und hebt die, also bei mir geht der Herd von 1 bis 10 und dann stelle ich den Herd auf Stufe 6. Das ist für mich die perfekte Temperatur, damit die langsam und gleichmäßig durchbacken. Man kann immer von der Seite so ganz kurz reingucken, dann seht ihr, ob es fertig ist. Oder was auch immer ein Test ist, wenn man den hier erst so richtig schwenken kann, dann ist er auch erst durch. So. Jetzt wenden wir das Ganze am besten mit einem dünnen Spatel. Also ihr seht, der hier ist ganz flach. Wenn man so einen dicken hat und der nicht so flexibel ist, dann ist das ein bisschen schwieriger, wenn man eine hohe Pfanne hat. Wobei das hier bei der niedrigen sowieso einfacher ist. Und das machen wir jetzt einfach mit allen. So ihr Lieben, ich habe die nun endlich alle ausgebacken. Dieses Rezept ergibt ungefähr 12 Stück
Und noch einen halben. Den halben habe ich hier gerade oben einfach zusammengerollt und draufgetan, weil er nicht ganz so groß ist wie die anderen. Und ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Also nochmal so als kleiner Tipp von allem drum und dran. Das Wichtigste an dem Blinchigi Teig ist, dass er genügend Zeit hat zu ruhen, denn das macht diesen Teig nochmal ein bisschen fester. Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr die Pfanne nicht ganz so heiß macht, denn sonst habt ihr das Problem, dass der unten schon anfängt, ganz, ganz dunkel zu werden, aber oben noch der Teig flüssig ist. Deswegen, wie gesagt, eher auf mittelhoher Hitze ausbacken. Und, was auch noch ganz wichtig ist, nicht so viel Fett in die Pfanne machen. Deswegen finde ich das nämlich auch mit diesem Backtrennspray so toll, da man das ja einfach so hauchdünn auf den Topf geben kann. Und falls ihr das nicht da habt, dann benutzt ihr einfach Öl, pinselt es vorsichtig drauf oder gießt es einfach drauf, nehmt dann ein Zebertuch und wischt es so entlang, damit einfach nur hauchdünn ein bisschen Fett drauf ist, damit es ein bisschen einfacher ist zum Ausbacken. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und ihr schreibt mir mal in den Kommentaren, ob ihr es ausprobiert habt. Und also wie gesagt, ich liebe Blinchigi, man kann die morgens, mittags, abends essen, es ist ganz egal. Ihr könnt einen Tag vorher den Teig schon zubereiten und einfach dann am nächsten Tag ausbacken, wann ihr wollt. Einen Tipp habe ich noch, nicht den Teig einfrieren. Das habe ich nämlich auch schon mal gemacht. Ich dachte, ach komm, mach noch mal. Ich hatte Eier übrig und dachte, komm, mach doch mal Blinchigi-Teig auf Vorrat. Friere ihn ein und taue ihn dann auf. Aber dann war der Teig von der Konsistenz mir ein bisschen zu fest. Also das würde ich euch nicht empfehlen. So, ich habe genug geredet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!